Hallo und herzlich willkommen zurück zum Red Rage Gaming Crew Chat. Ich bin's, euer Dan, und wir schmeißen heute mal den Winterblues aus dem Fenster zur Seite und schauen mal, was die Next-Gen-Konsolen im Vergleich zur Last-Gen so drauf haben, was die Ladezeiten angeht. Also nicht lange Ladebalken, ab geht's! Yeah, auf geht's. Wir gucken uns die Next-Gen-Konsolen von Sony an und schauen mal, was die so können im Bereich Ladezeiten. Verglichen mit einer SSD von der PS4 Pro. Das ist nämlich die Frage. Was ist schneller? Die PS4 mit einer SSD drin, 2 Terabyte, oder die PS5 mit einer nativen SSD, die schon fest verlötet ist auf der Platine. Also, ab geht's. Fight. Wir schauen uns jetzt mal hier den rohen Bootvorgang an. Zack, links seht ihr immer die PS4 Pro mit der SSD und rechts die PS5. Und wir sehen tatsächlich, die PS5 rockt das hier schon. Wir sind nach 8 Sekunden sind wir schon beim Glitzerbildschirm. Anmeldebildschirm ist ein bisschen langsamer tatsächlich. Aber bis alles geladen ist und alle Icons da sind und so weiter, da ist die PS5 hier definitiv im Vorteil. Die PS4 Pro lädt dann noch, zack, minimal schneller. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie es mit Spielen abgeht. Red Dead Online. Der reine Startvorgang aus dem Menü. Freies Spiel. Und wir sehen hier schon, Red Dead Online ist definitiv mal null für neue Konsolengenerationen optimiert. Aber nichtsdestotrotz haben wir da einen Zeitvorteil. Ich war selber überrascht. Es fühlt sich gar nicht so viel schneller an. Hätte ich es jetzt nicht hier gestoppt, wüsste ich gar nicht, dass sich da so viel geändert hat. Aber es ist verrückt. Es ist einfach ein Spiel, was episch lange Ladezeiten hat. Ich glaube, das wird nur noch getoppt von Witcher 3. Da ich Witcher 3 nur auf CD hatte, konnte ich das jetzt nicht auf der PS5 testen, denn es ist die Digital-Edition der PS5. Das ist das Problem. Ja, aber das hier ist definitiv ein gutes Beispiel. Und wir sehen schon hier schon fast eine Minute rum. Das geht halt gut ab. Zack. Aber da sind wir im Game auf der 5. 52 Sekunden. Nicht schlecht. Ja, jetzt schauen wir mal, wie lange die PS4 Pro braucht mit der 2 Terabyte SSD. Spoiler-Alarm, die ist auf jeden Fall schneller als die Festplatte, die da nativ verbaut ist. Aber bringt euch leider nicht so viel. Das ist echt schmerzlich. Mann. Zack, wir sind im Game und jetzt ist alles geladen. 1 Minute 21. Ja, so sieht's aus. Kommen wir zum nächsten Spiel. Gran Turismo Sport. Ja, Gran Turismo Sport ist auch null optimiert. Wir schauen uns mal, wie schnell das hier läuft. Ich zeig gleich gedrückt. Der Sony-Schriftzug ist auf der PS5 tatsächlich ein bisschen schneller da. Aber das ist wirklich minimal. Das wird hier ein Kopf am Kopf rennen, Leute. Wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen? Geben Sie jetzt Ihre Wetten ab. Wir warten ab. Unten in den Kommentaren die Wetten. Bitte. Ja, bei 24 Sekunden immer noch schwarzes Bild. Ja, da ist tatsächlich die PS4 Pro mit SSD sogar schneller beim Überprüfen des Serverspeichers dann. Das ist echt spannend irgendwie. Bei manchen Spielen ist es wirklich so unentschieden. Butz. Well, gleichzeitig. Nicht optimiert. Ja, was will man machen? Kommen wir zum nächsten Punkt. Fight. Bei GT Sport ein Rennen laden. So, ich habe hier mal dasselbe Rennen, selbes Auto gestartet auf beiden Konsolen und wir sehen jetzt schon, auf der 5 läuft das Menü deutlich fluffiger, es geht alles schneller. Ihr klickt drauf, batz, ist das fertig geladen. Unglaublich. Also tatsächlich, während wir auf der 4 noch in der Autoauswahl sind, da gehen hier auf der 5 schon die Kolben ab. Das ist schon ziemlich geil. Dann klickt ihr hier auf Start, zack, putz und instant seid ihr im Auto. Das ist ziemlich geil. 26 Sekunden, 58. Da kommt die PS4 Pro leider auch mit einer SSD nicht ganz dran. Grafisch tut sich bei den beiden Spielen nichts, das ist halt nicht optimiert. Aber krass. Ja, da war schon gut 14 Sekunden Unterschied, das ist ordentlich. Ja, kommen wir zum nächsten. Das interessiert euch alle. The Division 2. Wie lange dauert es, das zu starten? Auf beiden Konsolen. Zack.
So, das Rennen ist eröffnet, meine lieben Damen und Herren. Wir geben jetzt hier Vollgas. Gebt ihr ihre Tipps ab unten in den Kommentaren. Welches Spiel gewinnt? Welches Spiel ist als nächstes dabei? Und die nächste Runde geht rückwärts. Tatsächlich mit diesem komischen Splash-Hinweisschirm von wegen Epilepsie und so weiter. Das muss ja drin sein, das kann man schlecht verkürzen. Da ist ja ein Timer drin, der abläuft, das sieht man ja unten am Balken. Aber trotzdem, die Ladezeiten zwischen den einzelnen Mopeds, wenn ihr X drückt und so weiter und zwischen den einzelnen Vorspannvideos, die sind doch schon unterschiedlich. Und ich dachte gefühlt, wäre das von der Ladezeit her dasselbe auf der 5? Denkste. Ja, aber Division ist tatsächlich auch eins von diesen etwas langsameren Spielen. Division 2 braucht hier schon 50 Sekunden, um überhaupt mal ins Game zu kommen. Also ich teste wirklich für euch bis zum Hauptmenü und dann von da aus ins Game. Wir sind aber bei der PS5 hier deutlich in Führung und sind schon im Spielladebildschirm sozusagen, während wir auf der 4 noch den Charakter auswählen müssen. Ja, das ist es. 1 Minute 7 Sekunden. So sieht's aus. Die PS4 Pro rechnet noch, trotz SSD. Das ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Aber so ist das mit der neuen Technik. Die funktioniert schneller, dafür ist die Platte schneller voll, tatsächlich. Ich wollte jetzt hier Cyberpunk bei mir installieren. Zack, Platte voll. 4 AAA-Spiele, Platte voll. Feierabend. Und spiel bloß nicht Call of Duty. Ich habe nur gehört, das frittiert neue Konsolen wie Fritten bei McDonald's. Das ist unfassbar. Das wollen wir nicht. Also passt auf, was ihr bei euch auf die Platte schmeißt. Naja, also ein Workaround gibt es ja, ihr könnt euch eine USB-Platte an die 5 ranknallen und da könnt ihr dann alle PS4-Spiele drauf packen. Das geht. Wenn es eine SSD ist, ist auch relativ zügig. Da ist sogar noch ein bisschen schneller als auf der PS4 Pro mit interner SSD, aber ja, ist halt auch nur ein Workaround, weil interne M.2 Laufwerke sind noch nicht unterstützt per Software, da warten wir noch drauf auf eine Liste. Ich wünschte, Sony wird das endlich bekannt geben. Ja, das war brutal, tatsächlich hier über eine Minute mehr Ladezeit bei The Division 2. Das ist schon echt ein Schocker. Was sagt ihr dazu? Lohnt sich das nicht? Sagt ihr für die Minute, mache ich mir einen Kaffee, bestelle ich mir eine Pizza und hole mir noch ein Brötchen zusammen? Sagt mir das mal in den Kommentaren. Fight. So, und jetzt hier, Schnellreise in The Division 2. Na, schön vom Theatersiedlung zum Weißen Haus. Wir schauen mal, was flotter ist. Bislang sieht beides gleich aus. Tatsächlich beides gleich gestoppt und gestartet. Unfassbar. Fotofinish. Die PS4 Pro mit SSD hat gewonnen. Krass. Hätte ich gedacht, das sind nur 2 Sekunden. Vielleicht war es auch innerhalb der Fehlertoleranz, aber das ist schon krass. Ich meine, gut, das Spiel ist halt nicht optimiert für die 5. Wie das aussieht, wenn ein Spiel optimiert ist für die 5, das sehen wir jetzt, da kommen wir jetzt mal zu. Und zwar als Beispiel habe ich mir hier Astros Playroom rausgesucht. Zack. Da klickt ihr drauf, Butz, ihr seid im Menü. Das sind keine 3 Sekunden, das ist so unfassbar. Also wenn das irgendwann mal in Zukunft bei allen Spielen so wäre, wäre das schon ziemlich geil. Ja, zack, ihr spielt hier und wenn ihr jetzt ein Level auswählt, ohne Scheiß, das ist so schnell. Ihr klickt drauf, ihr habt maximal 4-5 Sekunden so eine nette Animation fürs Laden und dann könnt ihr das sofort loszogen. Ne? Das sind hier keine 30 Sekunden und ich bin schon im ersten Level und kann hier Vollgas geben. Also das ist tatsächlich eine sehr geile Sache. Das rockt schon. Und allein dafür, für dieses Spielgefühl, wenn man irgendwie down geht in einem Spiel und sofort wieder gespawnt wird, weil die Ladezeiten einfach minimal sind, allein dafür ist so eine PS5 schon nicht schlecht. So, wenn die jetzt noch diese Lieferscheiße in den Griff kriegen, Entschuldigung, da muss ich jetzt mal fluchen, dass hier auch jeder seine kriegt, der eine haben will, dann wäre es noch geiler. Und dann Update für die M.2 SSD, das wäre sehr, sehr nett. Ja, Sony, also wenn ihr zuhört, bitte, bitte. So. Wie ist eure Meinung zu der Sache? Habt ihr schon die 5? Habt ihr sie noch nicht? Fight. Ich teste jetzt nochmal das Ausstellen der Konsolen. Im Rennen gegeneinander. Wir wollen ja alles machen hier. Zack, bumm, ausschalten. Und auch hier die PS5 in Führung.
minimal, 4 Sekunden, aber trotzdem. Wenn man mal 4 Sekunden weniger hat als sonst, lohnt es sich. Ja Mensch, Leute. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von der ganzen Konsolensituation? Was haltet ihr von den ganzen Next-Gen-Funktionen irgendwie? Ich finde tatsächlich diesen Force-Feedback-Krempel sehr geil gelungen, aber die Spiele müssen es halt erstmal unterstützen. Also, schreibt mir mal ordentlich in die Kommentare eure Meinung zu dem Thema. Ich lasse hier noch ein bisschen den kleinen Astrobot für euch tanzen. Und dann gehen wir hier mal schön in den Abspann rein. Denn ich kann euch nur noch sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Auf links gibt es einen Abo-Button, falls euch das hier gefallen hat. Und dann gibt es auch noch einen Button für mehr Videos, falls ihr noch andere von uns gucken wollt. Und auf rechts ein Dankeschön an alle unsere Generäle und Kapitäne. Kanalmitglieder. Ihr könnt auch Kanalmitglied werden. Klickt unten auf den Button und ich sag bis denn, euer Dan.